Herzlich willkommen hier mitten aus der Natur zu einem neuen Video, und zwar habe ich mir einen Wanderanhänger gebaut. Ihr habt ihn eben schon gesehen, so sieht er aus. Der Wanderanhänger ist gedacht für in etwa 15 Kilo. Ich habe aktuell 15,5 Kilo hier unten in der Tasche drin, und unter dem Solarpanel, was man ganz einfach zack hochklappen kann, befindet sich noch ein Zelt. Ich weiß nicht, ob das Zelt mit auf Tour kommt, aber ich habe es einfach mal drauf getan, um ein bisschen Gewicht zusätzlich noch drauf zu haben. Also jetzt könnte man sagen, es befinden sich so, ich schätze, vielleicht 18 Kilo. Weil das Zelt ist mal repariert worden, seitdem wiegt es ein bisschen mehr. Also 2 Kilo wären wir bei 17,5 plus das Panel hier, das hat vielleicht 600 Gramm oder so, wären wir bei 18,1. Genau, so sieht das aus. Die Wagen habe ich komplett selber gebaut, habe mich da inspirieren lassen bei anderen, und ich hatte ja sowas auch schon mal und habe mir jetzt meine eigene Version daraus zusammengebastelt. Der Wagen besteht aus Stahl und Alu. Ein Bauvideo dazu kommt noch. Wir können den Wagen mal umdrehen. Das geht relativ einfach. Das Kippen lässt er sich. Ihr seht schon, die Tasche bleibt auch gleich befestigt. Und das liegt daran, weil ich die Tasche hier mit, das ist eine Fahrradtasche, und ich habe die direkt auf der Höhe, habe ich mir hier so eine Stange durchgezogen, wo die fest dran hängt. Und das hat einen sehr guten Vorteil, weil der Wagen ist unten sehr schmal. Das bedeutet, gerade wenn ich jetzt viel Gewicht hätte oder so unterschiedlich, dann würde der vielleicht auch sehr, sehr viel wackeln irgendwie. Und wenn das Gewicht direkt unten ist, am Dingspunkt, dann hat er ein sehr, sehr ruhiges Laufverhalten. Das ist sehr angenehm. Ich kann einfach ohne meine Hände zu benutzen, den Wagen hinter mir herziehen, theoretisch. Also so ruhig läuft er. Hier sind noch 2 andere Stangen befestigt, und das Zelt habe ich mir dann mit so einem Gummiband hier einfach festgezurrt. Genau, so sieht das von unten aus. Auch mit Wurzeln und Stöckern, die auf dem Boden rumliegen, oder kleinen Bäumen, hat man kein Problem. Man kann den sehr gut über die Wurzeln oder beziehungsweise über die Bäume rüberziehen. Ich habe das eben schon ausprobiert, und ja, kann so sehr auch gut ein bisschen Offroad unterwegs sein. Der Griff, den habe ich mir hier oben, oder die beiden Griffe, die habe ich mir zum Abmontieren gemacht. Also mit so Flügelmuttern, dass man ja, den eventuell auch mal irgendwie, wenn es ein bisschen sperrig wird, kann man die Griffe abmachen und kann das Rad unten abmachen. Dann hat man fast eine gerade Fläche. Das Solarpanel habe ich mir hier zum Festhaken gemacht. Zack. Das ging nicht. Zack. Damit das nicht so allzu viel wackelt. Und eine Sache, die ich ja schon so ein bisschen, wo ich über nachdenke, ist wohl sehr wahrscheinlich, ich werde mir einen breiteren Reifen holen oder ein breiteres Laufrad. Die Laufräder haben eine Einbaubreite von entweder 100 mm, also 10 cm, oder von 11 cm. Das heißt, man ist da relativ flexibel, und selbst die mit 10 cm Einbaubreite gibt es hier mit einer sehr, sehr breiten Felge, sodass ich noch einen breiteren Reifen drauf machen könnte. Also wenn ich einen mehr hole und eine andere Felge dazu. Und dann ist die andere Sache noch, wenn man ja ein bisschen bergunter geht und so, bestünde noch die Möglichkeit, da denke ich auch noch drüber nach, es gibt diese Räder auch mit Scheibenbremsaufnahme. Dann könnte ich hier einfach eine Scheibenbremse noch befestigen, also hier die Bremse und die Scheibe hier. und mir dann ein Kabel hochlegen, dass ich mir das hier rechts befestige und einfach ja, mit dem Daumen diese Bremse betätigen kann, sodass das Rad hinten noch fixiert ist und wenn ich irgendwo bergab gehe, nicht so sehr drückt von hinten, sondern dass es gebremst ist. Jo, das ist soweit dazu. Es wird, wie gesagt, nächstes Wochenende kommt, glaube ich, das Bauvideo dazu noch. Das habe ich beim Bau aufgenommen, habe euch daran teilhaben lassen, was ich für Gedanken hatte, sodass ihr sehen könnt, wieso ich irgendwelche Sachen gebaut habe oder wie das ganze Projekt so entstanden ist. Vielleicht fühlt sich einer oder andere inspiriert, das auch nachzubauen. Gibt es ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten bestimmt noch oder andere Möglichkeiten, wie man das bauen kann. Ich habe das versucht, sehr leicht zu bauen. Und ja, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Tour mit diesem wunderbaren Wagen. Er wird mir sehr, sehr viel Freude bereiten, denn er wird mir sehr leckeres Essen mitten in die Natur transportieren.